Moin, moin, schöne Grüße aus der Computerstube an der Schwentine, einen kleinen Fluss im Norden Deutschlands. Ich möchte wieder ein wenig mit euch 7 Days spielen. Ein Survival Zombie Open Horden, Open World und Horde Spiel. Alles so ein bisschen gemischt. Das war doch schon mal schön, dass ich einen Wolf gefunden habe. Jetzt soll ich auch noch was trinken. Gut, zumindest habe ich wieder die Straße im Blick, auf der ich fahren wollte. Das Trinken mache ich gleich. Ja, auf der Straße ist aber auch viel los heute. Guck ich mir mal an, ob ich das Auto schon hab. Da wollte ich hin. Das kann ich hier nicht mal austauschen. Ich wollte ein bisschen was trinken. Ich habe ein bisschen Buttersaft. Ich kann noch ein bisschen Kürbisbrot essen. Und ich kann hier mal einen Wald pflanzen. Holz schlagen. Ich hab nichts mehr.
natürlich nicht so. Ach, es macht schon wieder Richtung Regen. Wird wieder dunkel. Oh, da habe ich ja gut überstanden. Ich bin in diesem ganzen Spiel sowieso erst zweimal gestorben. Das für mich finde ich relativ gut. Und jetzt am Tag 8 will ich mir die Karte anschauen. Eine schöne Straße gesehen, die fahre ich jetzt einfach mal lang. Ach, Leute. Ich will mir die Gegend anschauen, nicht gegen. Geier kämpfen. Es nervt. Ich hab jetzt einen Fertigkeitspunkt. Ja.
are you buying today? So, ich... I need someone who's willing to... Do hurry. I have a protection payment coming up soon. Nein. Nein. Sowas in der Art hatte ich mir gedacht. Ich bin gerade ein neues Haus. Punkt und das ist ein Händler. Ich glaube, das abholen sollte ich. Nicht machen mit ohne Waffen. Aber ich kann mir meine Vorratskiste mal abholen.
Rangerstation. Ja, so richtig wohl fühle ich mich ohne meine Sachen nicht. Interessant, dass die beiden Daten übereinander stehen und man nicht so richtig lesen kann, was ist, wie weit ich noch von meiner Kiste entfernt bin. Aber ich kann ja mal nachfragen. Ja, ich weiß, dass es nicht effizient war, den Hasen so zu zerlegen. Aber den Knüppel muss ich auch erstmal sehen, dass ich da weiterkomme. Aber ich will erstmal Stärke. Und da kommt eigentlich der Chefkoch. Und wenn ich sterbe, habe ich immer das Problem, dass ich Punkte Abzug bekommen. Das ist der rote Balken, der noch da unten ist. Yeah.
Ach, Hund. So, das heißt, hier ist jetzt irgendwo was abzuholen. Und zwar in die Richtung. Den nicht geschafft.
da war eben doch ein bisschen zu viel los. Ich mag sowas immer nicht. Ein nach dem anderen. Und mich konzentrieren auf die Aufgabe, die ich habe. Das wäre abholen gewesen. Aber ich muss auch gleich noch meine Sachen abholen. Allzu viel, was ich dort hatte, aber was war das ja. Ich finde schade, dass da liegen zu. Ich würde jetzt mal in den Rucksack gehen. Scheint das eine größere Stadt zu sein. Ja, sehen tut man sie von hier aus schon. Besser anzeigen. Ja, ich glaube, das waren irgendwie 300 Meter vom Händler. Diesem Haus. Dann durch die Küche, die ich auch noch nicht durchsucht habe.
So. Scheiße! Da wollte ich mich gerne reinretten, um den Gegenstand zu reparieren. Aber ich könnte mir gleich gut vorstellen. Wie spät haben wir es eigentlich? Kirche einzuziehen. Ich muss immer noch sagen, die Alpha 20 mit ihren Straßenmarkierungen und allem, das sieht so viel besser aus. Hier waren es immer so kleine Dörfchen. Das ist später geworden. Nee, jetzt brauche ich keine Zombies mehr. Es ist gleich Nacht. Ich muss noch eine Stunde durch die Nacht hier marschieren. Den Rucksack müsste ich gleich relativ schnell kriegen. Den habe ich jetzt zum Glück draußen verloren. Es sind noch 750 Meter dahin.
Also Hund, dich kann ich jetzt gerade gar nicht gebrauchen. Widerstand oder Ausdauer habe. Also in dieser Kirche bin ich noch nie eingezogen. Ich habe sie in einem anderen Spiel schon mal kurz gehabt. Bin durchgegangen, aber noch nicht eingezogen. So. Der ist in Ordnung. Hmm.
Verbände. Ja, gut. Der schaffe ich auch nicht. Aber ich bin umgezogen. Das heißt, ich wohne jetzt hier in dieser neuen Stadt. Ja. Schön. Ich möchte eigentlich nicht, dass da die ganzen... hier zurechtfinden. Da. Ich vermute, ich bleibe hier nicht allzu lange. Da fallen mir auch die Bären und alles auftauchen. Wieder ein Bär. Also diese Sterberate ist für mich eigentlich auch etwas normaler.
Ich weiß, es ist eine sehr uneffiziente Art, aber ich muss erstmal meine Rucksäcke wieder haben. Ich finde es immer nervig, wenn da vorher schon Hunde oder Bären oder auch Zombies versuchen, einen anzugreifen. Wieder Zombies zu hören. Ausdauer ist auf 0 runter. Ich sehe auch nichts, wenn ich dabei habe. Das ist nämlich alles in meinem ersten Rucksack, den ich eben nicht holen konnte, weil ein Bär da war. Ich hoffe, dass die Nacht gleich vorbei ist. Ist sie auch. Bei meinem Bett. Keine Hunde. Nicht in dieser Situation. Da auch noch. Das nervt doch nur. Ich will meine Rucksäcke haben. Nichts anderes. Thank you.
Jetzt kann ich aber sowas in die Tablette nehmen. So man da vorankommt. Ich will jetzt nur noch mal eine Rucksäcke haben. Jetzt habe ich zumindest noch einen Rucksack. Bewacht vom Bären. Ich glaube es nicht. Kann doch nicht wahr sein. Kommt dann eine Schlange, kommt dann ein Bär. Ich will doch nur meinen Rucksack wieder haben.
Und Gaia, nein, ich habe da keine Lust auf dich. Wie soll man da zur Rande kommen? Der Bär muss weg. Das ist schon der nächste Bär. Gaia. Wie soll man das schaffen? Wie soll man das schaffen? Wie soll man das schaffen, bitteschön? Das ist nicht zu schaffen, wenn der Bär die ganze Zeit da rumläuft.
Keule kaputt. Ich mag es nicht. So. Es ist 8 Uhr morgens in dem Spiel. Ich muss es an einem anderen Tag versuchen. Ja, ich will diese Stadt gerne erkunden, aber mit meinen Sachen. Und die wird von einem Bären bewacht. Das kann nicht sein. So. Das war's für heute. Lasst gerne ein Abo da, wenn euch das Video gefallen hat. Wie gesagt, es ist zurzeit eher 7 Days am Tag als andersrum. Schaut gerne auf computerstube.info vorbei. Und ich hoffe, dass bis zum nächsten Video nicht allzu viel, was da die runterläuft. Und tschüss.